So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir einfach mal Part 200 aufgenommen, ohne es zu merken. Ist aber auch wurscht, es ist nur eine Zahl. Ganz ehrlich, was soll das? So, und jetzt möchte ich mir das Level von Sonne angucken, habe ich schon angekündigt. Also es ist kein Level von Sonne, sondern sie hat dazu geschrieben, eventuell dumm, du hast wahrscheinlich eine Lösung. Gucken wir mal, ob ich eine Lösung habe. Ich habe auf jeden Fall gerade keine Stimme mehr kurz gehabt. Was war das denn? M3H SDF. How do you do this? Okay. Spielen. Agent R001 fragt, wie tut man das? Gucken wir mal, wie man das tut. Gucken wir mal und finden es raus. Vielleicht. Oder auch nicht. Besiege alle Steinblöcke und erreiche das Ziel. Der zieht darüber. Da ist ein Pau. Also ich muss den killen, dann habe ich das Ziel. Da ist ein Schlüssel. Oh, 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 langsam, Kollege. Langsam, Kollege. Das heißt aber, wir müssen die Schlüsseltür finden. Weil die andere Seite ist dann ja da. Ist da drüben eine Schlüsseltür? Ah. Ja, wait. Aber muss ja irgendwie hochkommen. Okay. Und dann ist da oben einfach eine Tür. Jetzt komme ich um bei dem Pau raus. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Was ein kompletter Quatsch. Versteckte Blöcke. Juhu. Okay, haben wir das geklärt? Dann wollen wir vielleicht uns mal ein bisschen rumärgern mit dem Level von Rasierer. Und das Level von Devori machen wir nachher zur Entspannung. I wanna stay small. Begin of Chapter 2 Bonus Challenge. Reach Golden Flagpole without fire. Das ist mir so wurscht, ob ich die Blume dabei habe oder nicht. Lass mich in Ruhe. Aha. So. Wenn ich eine Blume bekomme, nehme ich sie. Okay. What? Soll ich jetzt hier so hoch... Oh. Wie geht das? Ich muss bestimmt irgendwie so twirlen, aber... Oh, das wär's gewesen. Alter. Ah, okay. Ach Gott, das... Okay, jetzt habe ich es raus. So. Also ich soll das ohne Feuerblume. Warum? Wahrscheinlich darf ich die gar nicht einsammeln, oder was? Wahrscheinlich ist es schlecht, eine Blume einzusammeln, weil man dann irgendeinem Part nicht... Ja, okay. Jetzt werden wir es rausfinden, warum ich keine einsammeln darf. Scheiße. No. Das ist super. Aber ich krieg die, ich werde die halt auch nicht los, ne? Wenn ich die einmal habe, habe ich sie. Oh, aber da drüber wird. Und da drüber. Okay. Das brauche ich gar nicht ausprobieren. Das geht, da kann man nicht reinrutschen. Das geht einfach nicht. Scheiße. Na, oh. Pff.
laufe ich einfach bis in die Blume zurück. Ich glaube, es geht los. So. Okay. Dann haben wir es. Nein, nicht schon wieder. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir es doch jetzt eigentlich und dann versaue ich das da hinten. Dass der Ball dann auch so schnell plötzlich nach hinten. Nach hinten rennt. Oh, mit einem Sprung hochgekommen. Okay. Alter. Wie habe ich das vorhin gemacht? So. Kann man es jetzt bitte nicht wieder versauen? Dankeschön. Checkpoint. Es bleibt natürlich so und so. Oh Gott, was? Ich sehe da oben die Coin. Ihr könnt euch denken, wie sehr mich die Coin interessiert. Okay, ich kann in die Mitte, ja? Okay. Stopp! So, was ist da drin? Wenn da jetzt die Feuerblume drin ist. Ja, ja, toll. Toll, genau richtig erwischt. Aber gut, dann können wir jetzt gucken, was passiert. Und was gesucht ist am Ende. Was ich tun muss, warum ich klein... Wahrscheinlich einfach wieder so eine Lücke. Was kommt da alles? Spaß. Okay, eine Tür kommt. Toll. Aber soweit... Ja, es wird halt... oh Gott, was? Da, ach nee. Da durchkommen. Und dann, oh, das wird, oh, das wird super unangenehm. Ich brauche einen Gegner. Ich muss mich von irgendwas treffen lassen. Ich wette, wenn ich hier rüber twirl, übrigens, dass da eine Coin versteckt ist. Sag ich ja. Boy. Die ist so schnell. Ah, nein, 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 nicht neu starten. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Wofür eigentlich der One-Way? Ich meine, was ist so schlimm, wenn man durch die Röhre wieder zurückgehen kann? Nein, nicht neu. Oh mein Gott. Also den One-Way check ich nicht. So, jetzt rein vom... Warum baut man den da ein? So, was... Warum ist es problematisch, wenn ich hier bin und zum Beispiel eine Blume habe, dass ich zurückgehen kann? Das verstehe ich nicht. Ach, meine Nerven. Hätte die nicht so langsam sein können wie die da drüben? Warum muss die denn gerade so schnell sein? Wie soll ich die denn loswerden? Ich konnte nicht
Mann, ich wollte stoppen da oben. Aber wie werde ich die da drüben denn bitte los? Oh Gott. Stopp! So, das wollte ich vorhin auch. Ging leider nicht. Okay. Nein! Mann! Nein, oh Mann, ich dachte, ich habe das Timing jetzt raus, aber nö, habe ich nicht. Habe ich natürlich nicht. Huh. Okay. So, das muss jetzt halt sitzen, der Sprung. Ja, der Sprung saß. Ja, da bin ich vorhin in die Pflanze reingerannt. Na, ah, das war zu bald. Okay. Ah, schon wieder. Ich darf halt auch nicht zu weit weg, sonst schaffe ich den Sprung zurück nicht mehr. Wobei, ich könnte den Wandsprung... Oh. Ich könnte den Wandsprung ranzen machen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dann muss ich aber zurücktwirlen ordentlich. Ah, gar nicht so simpel. Aber wenn man das Timing mal raus hat und sich dann auch dran hält, funktioniert es halt. Wenn man sich dran hält. Nice. So, wie ging das jetzt hier oben weiter? Da sind jetzt ein paar, die hin und her fahren, ne? Aber die fahren wahrscheinlich so hin und her, wie ich sie halt reinlade. Das heißt, da kann ich Glück oder Pech haben. Insofern ist das jetzt gerade ganz gut gelaufen. Da kommt einfach was angeflogen. Also einmal drüber und dann könnt ihr mich mal. So, jetzt muss ich die Lücke da erwischen. Oh, nee. Und dann ist es noch der große V-Sprung. Können wir bitte nicht? Mist. Ja, dann ist es noch der Sprung hier. Ah, das wird halt sowieso... Keine Ahnung. Ich werde die alle mitnehmen. Das ist doch pures Glück, ob ich es da durchschaffe. Oh, jetzt kann ich hier nicht mal sterben. Jetzt muss ich zurück durch die Tür, um zu sterben. Ach, komm schon. Pack doch hier irgendwo einen Stachel hin. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen, um zu sterben, weil ich nicht resetten kann.
Ach so, ja, packen Stachel hin. Guter Joke. Ja, sorry. Dann kann ich mich ja klein machen. Geht nicht. Aber dann pack eine Lücke wohin. Einfach, dass man runterfallen kann. Oh, ich mag dich. I'm sorry. Den dritten Teil müsst ihr euch bei ihm anschauen. Ich mag nicht. Das wird mir zu aufreibend hier. Spielen wir lieber entspanntes Aviation. Und er hat wieder was selber erstellt, der gute Devori. Also bei ihm anschauen meine ich, geht auf seinen Kanal, der hat das bestimmt auch hochgeladen, das Video. Er lädt alle Videos hoch, die alle Level hoch, die er gebaut hat. Wie die zu spielen sind. Kommt nochmal der Anfang, ne? Genau, mit dem Schlüssel. Ja, cool. Check. Oh, Mama. Da bin ich etwas zu weit gesprungen vorhin. Das war nicht so günstig. Ah, da wäre nochmal ein Checkpoint eigentlich ganz cool gewesen. To be honest. Hier jetzt halt, ne? Da hätte es dann nochmal einen Checkpoint gebraucht. Wenn man da zu weit springen kann. Ja, das ist halt... Ah, hier ist nochmal einer. Ist das noch gar nicht zu Ende? Okay. Ich dachte, es ist da schon zu Ende. Ich meine, das Lied ist super cool, wie immer. Kann man nichts sagen. Ja, nice. Schönes Level. Schönes Lied vor allem. Der Checkpoint, ja, dass da noch einer dann hinten kam, wusste ich nicht. Vielleicht wäre vorne an dem einen Teil besser platziert gewesen, aber gut. Okay. Gucken wir mal vorsichtig. Und zwar wirklich vorsichtig hier rein. Flex Muscles Tight. Made of Steel. Flash Delight. Ja, das wird halt nix. Das wird halt leider nix. Aber wir gucken mal rein, welches Lied es vielleicht auch, was ab uns da kennt. Grail Knights, Pumping Iron Power. Ja, wir werden halt nicht viel von dem Lied hören. Ja, das ich brauche da gar nicht. Da kommen wir nicht weit. Da kommen wir nicht weit.
Das ist schade, weil man die Lieder halt gerne von ihm hören würde. What? Muss ich da eine Stampfattacke runter machen oder was? Aber dann nur eine, weil sonst mache ich ja beide kaputt. Oh, wait, ich kann das doch auch anders spielen. Warte mal. Kann ich die nicht auch einfach aufsetzen? Ach so, nee, dafür muss ich erst. Ja, dafür muss ich stehen. Bin doof. Nix, hab nix gesagt. Nee, okay. Ist bestimmt ein schönes Lied und ein schönes Level. Ich krieg's aber halt nicht hin. Eieiei. Ich habe 1000 Level gespielt und dafür die Mario-Mütze erhalten. Ja, Mensch. Ich habe immer noch 1000 Level gespielt und dafür den Mario-Anzug erhalten. Und lassen mich raten. Ich habe 1000 Level gespielt und die Mario-Ho. Keine hohen. Okay, dann eben nicht. So, dann gucken wir uns noch den Hübi-Bilder-Contest an von Rasierer. Das ist tatsächlich ein schönes Level. Hübi möchte auch nicht, dass da irgendwie so Kaizo-Zeug kommt. Insofern. Gut. Gut so. Ne? So. Ich denke auch, dass das Level auf jeden Fall dann in seinem Stream ganz gut ankommen wird, wenn er es dann mal spielt. Denn das Level ist schon ziemlich cool gebaut. Also ich kenne es halt jetzt schon, ne? Ich kann mich zwar an kaum noch was erinnern, wie man gerade sieht. Tschüss, Yoshi. Kann mich zwar an kaum noch was erinnern, aber ich habe es halt schon einmal gesehen. So, das kann ich dazu sagen. Aber ja. Ja. So gut habe ich das Level gesehen. Ey. Was tue ich denn? Meine Güte. Bam, bam. Oh, da oben wäre ein Leben übrigens gewesen, sehe ich jetzt erst. Habe ich ganz verpeilt. So, aber jetzt will ich auch hier schneller durch, weil das haben wir alle schon. Nein! Alles schon mal gesehen. War das jetzt neu? Oh, da hätte ich warten müssen. Na gut. Aber wir brauchen Yoshi nicht unbedingt noch. Rein, hoch, rüber, links, rechts. Ach, da ist nur ein Leben. Okay. So. Und wir sind im eigentlichen Eisschloss angekommen. Mal gucken, ob wir hier auch wieder rausfinden. Ja, gut, dass wir einen Pilz haben. Huch. Plopp. Da hat er jetzt eine Sache eingebaut, die hat er schon mal ein Level von sich gehabt. Kommen wir gleich dann. Oh Gott. Kommen wir gleich dazu. Und zwar hier oben. Die Stelle, dass man hier erstmal hoch muss und dann wieder zurück muss. Das haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal so ein bisschen ähnlich in seinem Level gesehen. Das kam mir zumindest, als ich es bei ihm im Video das war knapp. Als ich es bei ihm im Video gesehen habe, kam mir das so ein bisschen von der Art her, vom Aufbau bekannt vor. Aber ist natürlich auch schwer, immer was exakt ganz Neues zu bauen. Okay. So, und jetzt ist da drüben, glaube ich, irgendwas aufgegangen. Richtig, das Ding dann nämlich. Ach, und jetzt kam der komische Bossfight. Auch den haben wir, glaube ich, so ähnlich schon mal gesehen. Toll. 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 Ganz großartig. Mach den gleichen Quatsch. Wieso traue ich mich nicht? Ah, Mann. Wieso traue ich mich nicht einfach? Ich muss doch eigentlich nur bei ihm in der Nähe bleiben und dann auf ihn drauf. So, und jetzt einfach nochmal. Und die Nummer ist durch. Easy.
Weiß ich, warum ich mich so anstelle. Das ist, naja. So, wenn man jetzt die Blume noch hätte, würde man hier noch an die Münze rankommen. Beziehungsweise Yoshi, glaube ich, wenn man Yoshi noch hätte. Aber gut. Ziel! Hurra! Na, einfaches Level mal vom Rasierer, aber schönes Level. Uff. Oha. Ein Rekord. ABC. Warte, ich muss auch was schreiben. Ah, ich hätte im Level schreiben müssen, nicht Nuss. Ach, war ich kann nicht danach. Ah, dann schreibe ich halt nichts. Ich hätte nachher schreiben sollen. Okay, egal. So, ja. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Also von Fragen will ich jetzt eigentlich. Können wir wann anders machen? Bin ich jetzt nicht so wild drauf. Wie viele Minuten haben wir? Ja, eigentlich können wir den Part auch einfach beenden, oder? Das war eine gute 201. Dann haben wir eigentlich sogar schon alles hier gemacht, was wir machen wollten. Dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal wieder hier weiter. Da haben wir noch einiges zu tun. Und mal gucken, wie weit es noch geht. Wir sind aktuell bei Nummer 14. Danke fürs Zuschauen und tschüss.